Also ich habe zum Rundfunk irgendwie in den Nachrichten gehört, dass heute hier das Volk sich sammelt, um aufzuräumen. Das fand ich eine sehr gute Idee, da konnte ich mich nicht verweigern. Genau. Wir haben gestern die Einladung zu der Aktion gesehen bei Facebook und haben uns gedacht, da müssen wir auf jeden Fall mithelfen als waschechte Hamburger. Erzähl mal, was macht ihr denn hier gerade? Ja, wir räumen das Viertel wieder auf, weil es einfach mutwillig zerstört wurde. Wir einfach dieses Flagge zeigen gegen die Gewalt und dass das halt einfach, was Freitag und auch gestern noch passiert ist, halt nicht unser Hamburg ist. Also, dass wir uns damit nicht identifizieren und dass wir voll dafür sind, dass man demonstrieren darf und auch seine Meinung sagen darf, aber dass das halt voll untergegangen ist. Jetzt habt ihr was dabei? Müllsack, Handschuhe. Handschuhe, ein Besen und Bier. So macht das Aufräumen richtig Spaß. Genau. Bei dem Wetter macht das auch richtig Spaß. Genau. Aber was man dazu auch noch sagen muss, ich glaube, die Stadtreinigung hat heute Morgen oder auch gestern schon einen wahnsinnig guten Job einfach in Hamburg gemacht. Wurden ja auch hier vorhin noch mal gefeiert von den ganzen Leuten auf dem Schulterblatt. Und das ist schon wahnsinnig cool, dass hier dann auch Samstagmorgen direkt alles aufgeräumt wurde. Und ja, es sieht wieder schön aus, ne? Also Hamburg kann sich wieder sehen lassen. Ich räume auf, weil ich doof finde, dass irgendwelche Vermummten, nur weil die Demo aufgehört hat, dass die unsere Stadt kaputt machen. Und was machst du jetzt genau? Ich räume Scherben weg. Mit deinem Kärblich? Ja. Mit Erdbeeren drauf.